Seit der plötzlichen Unterbrechung der Internetübertragung gibt es keine neuen Informationen über das Schicksal der gefangenen Soldaten. Hat eine völlige Informationssperre in Bezug auf die Verhandlungen zwischen China und den USA verhängt. Die Behörden warnen vor der Möglichkeit gezielter georgischer Desinformation durch Kommandoeinheiten. Die Möglichkeit, dass China auf irgendeine Weise in die noch immer unbestätigten Exekutionen verwickelt ist. In der Hoffnung, dass die Krise vor Ausbruch eines Krieges entschärft wird. Willkommen zurück bei Splinter Cell. Chinesische Botschaft Yangon, Myanmar, 12. November 2004, 0.11 Uhr. Suchen Sie nach Nikolazes Geheimnis. Infolge der Rettungsaktion beim Schlachthaus plant Fei Rong mit seinem fast vollständigen Atombombe aus der Botschaft zu fliehen. Ein bevorstehender Krieg zwischen den USA und China lässt sich nur verhindert werden, wenn Sir Decalon Beweise dafür findet, dass Fei Rong nicht im Namen der Regierung handelt. Oh? Um es kurz zu machen. Wir brauchen Beweise, dass Fei Rong zu einer Splittergruppe innerhalb der chinesischen Regierung gehört. Bin ich immer noch an der Leine? Nein, du hast die Genehmigung, Gewalt einzusetzen. Cool. Frieden bei allen, außer Fei Rong. Wir können es nicht riskieren, ihn auszuschalten, bevor wir die Beweise haben. Die Spielereien sind vorbei. Wir sind im Krieg. Hallöchen. Näher können wir so nicht ran. Lambert hat Angst, Fei Rong zu verschrecken. Das wird schon klappen. Geben Sie Ihr Bestes. Ich will keinen Krieg. Ich schon. Hey, darf ich die killen? Mein Gott, Fischer! Nein, darf ich nicht. Schade. Wäre ja zu lustig gewesen. Okay, wir sind wieder in der chinesischen Botschaft. Und was wir dort machen, wir müssen jetzt an dem Computer von diesem Typen gehen. Ich habe Angst vor dem Level. Ich musste da beim ersten Durchspielen cheaten. Weil das sich ständig selbst gekillt hat. Aber am Schluss, aber das werdet ihr später sehen. So, jetzt schauen wir uns mal ein bisschen um. Rumschleichen ist immer gut. Momentan läuft es auch sehr gut, bei 60 FPS gerade. Freut mich. Hoffentlich bleibt es auch so. Ich muss noch schauen, wo es hier lang geht. Ich kenne die Map nicht. Ah, hier geht's rein, okay. Sieht aus wie ein Bordell mit Rotlicht und so. Eine Buddha-Statue in einem Bordell. Okay. Ist hier jemand? Unterwegs, hallo? Der Oberst sagte, das geht gar nicht. Warum? Ist doch alles da. Aber noch nicht scharf. Es ist wirklich ein sehr komplexes System. Aber es könnte sein. Ruhe! Jetzt ist endlich. Wir müssen in ein paar Minuten fertig sein. Kommt ihr? Ihr kommt jetzt her. Darf ich die Lichter ausknipsen? Okay, wir müssen jetzt irgendwie vorbei, ohne dass sie uns erwischen. Weil ich glaube, Zivilisten darf man nicht töten. Weil das Spiel ja so sonst ab 18 wäre, ne? Oder zugleich zensiert, so wie Call of Duty. Diese Lampe, die ist ja mal sehr nervig. Das müssen wir ändern. Wir können uns auch hier an diesem Ding hier vorbeischleichen. Ich versuch's mal. Ich hoffe, der Koch bemerkt uns jetzt nicht, oder... Oh Gott! Da sind welche. Okay, die haben uns nicht bemerkt. Hoffentlich bleibt's auch so. Okay, was ist das? Geht's hier zu einer Toilette oder zur Küche? Hier geht's zur Küche, oder? Wo geht's hier lang? Ah, zu den Toiletten, okay. So, okay, Sam, du musst dir mal ein bisschen die Hände waschen. Oder dich ein bisschen verschanzen. Ja, diesen Ort können wir zum Verschanzen verwenden. Warum schließt du nicht die Tür? Also, geht doch. So, Sam, was, nur eine Toilette? In einem, in einer Wirtschaft? Alter, wie geizig. So, hier ist wieder die berühmte Klo-Position von Sam. Ich glaube, dieses Licht schalte ich aus, aber ich habe Angst, dass sie das jetzt hören und dass sie dann in die Toilette kommen und uns dann auf frischer Tat tappen. Wir können jetzt super die Kasse ein bisschen ausrauben, wenn wir jetzt Lust drauf hätten. Sam ist voll der Dieb. So, okay, jetzt mache ich es einfach mal so. Hier ist unser Knarre. Ich knips mal... Ich wollte es nicht ausknipsen. Ach, komm. Hä? Irgendwie sieht die Damentoilette mehr verschmutzt aus als die Männertoilette. Naja... Und warum ist ausgerechnet das Putzgerät in der Damentoilette voll rassistisch? Oder voll sexistisch, sagt man dazu. Herr Koch, ich bin unzufrieden mit deinem Gericht. Da sind Pilze und sowas drin.
Hapadaida! Kann ich das Messer nehmen und auf ihn schmeißen? Hallo? Was soll das? Hey, ihr seid Gäste. Macht mal nicht so einen Lärm, ja? Sonst muss ich euch rausschmeißen. Hallo? Das sage ich dem Chef, dass sie einfach so andere Kunden abknallt. Eine Güte, keine Manieren. Okay, also an denen kommen wir nicht vorbei. Vielleicht können wir hier irgendwo das Licht ausknipsen. Ist hier vielleicht ein Lichtschalter? Nö, hier ist kein Lichtschalter. Oh Gott, er dreht sich um. Nein, geht auch nicht daran. Hallo? Ja, das macht jeder Koch. Der läuft gegen den Tisch. Hallo? Was machst du? Das ist doch mal ein super Koch. Ich stehe nur rum und mach gar nichts. So stellt man sich doch einen Koch vor. So. Dieser Wichser. Ich hasse dich. Ey, komm, den nehme ich jetzt als Geisel. Na, ich hab den Geisel. So. Wo ist dein chinesischer Kumpel? Hä? Der steht hier auch nur rum. So, und du kommst jetzt dran. Bam. Aber ich lade es trotzdem, weil es ein bisschen blöd gelöst worden war von mir. Ich möchte es ja gescheit machen, ohne möglichst wenig Muni verschwenden. Wir könnten uns auch theoretisch einen von dem krallen, aber ne. Vielleicht knipse ich einfach mal das Licht aus. Dreh dich um. So. So ein Mist. Ach, was mischt ihr euch jetzt da ein? Ihr seid nur Gäste, ihr habt nichts zu sagen, ja? Setzt euch wieder hin und genießt euer nicht vorhandenes Essen. Während ich hier die Registrierkasse ausraube. Hä? Was macht der Koch denn? Hallo, Koch? Er kocht vor Wut. Oh mein Gott. Ich konnte ja doch gerade... Ah, verstehe, eine Flasche. Der Sam ist ja ein ganz böser. So, kann ich sie auf einen Typen irgendwie auf den Kopf schmeißen? Moment. So, hier, bitteschön. Komisch, eine unserer Leute wurde angegriffen. Er ist bewusstlos. Bam, Flasche auf den Kopf. Nee, das Essen war nur vergiftet. Alter, der sieht ja aber auch blöd aus. Ach, weh, der kommt jetzt her. So, jetzt greife ich mit die andere Flasche. Was macht der Koch da? Egal. Er kocht wahrscheinlich auf seine Art. Er tritt gegen das Essen. Na komm her, damit ich die Flasche auf den Kopf schmeißen kann. Nein, nicht darin, das ist die falsche Richtung. Oh Gott, bist du dumm. Ich dachte, die Chinesen seid so kluge Menschen. Ich hab mich wohl geirrt. Er ist nicht hier. Vielleicht sollst du dich um deinen Kollegen kümmern, anstatt darum, wo der Gegner ist. Echt toller Kollege. Hier, bitteschön. Ich verstehe das nicht. The Bottle of Doom. Okay, eine Flasche haben wir noch. So, halt still. Stillhalten, sage ich. Du sollst stillhalten. Nein! Halt still, Mensch. Ja, setz dich wieder hin, damit ich die andere Flasche auf den Kopf schmeißen kann. Oder so. Ey, Leute, Herr Koch, Sir. Ihre Gäste sind zusammengebrochen. Ihre Gäste sind zusammengebrochen. Jetzt müssen sie dafür bezahlen. Warte, ich zeig ihnen das Ganze jetzt. Nein, öffne die Tür. Gut. Hier, sehen Sie sich das an, was Ihr Essen angerichtet hat. Sehen Sie? Sehen Sie, was Sie getan haben? Geht doch nicht so, oder? Schaut euch mal das an. Eklig. Hä? Da ist nicht einmal was zum Essen. Ihre Luft stinkt so sehr, dass die Kunden zusammenbrechen. Ah, jetzt fallen sie schon selber um wegen der Luft. Okay, weiter geht's. Das war vielleicht lustig gerade. Naja. Können wir das Messer irgendwie nehmen und selber was machen? Ich hab Hunger! Der Sam, der hat ja auch seit wie viel Parts nicht gegessen? Seit 10, 11 Parts? Das ist ja der 11. Part. Können wir hier noch was nehmen? Nein, sieht nicht so aus. Gehen wir mal weiter. Oh Gott, das war jetzt der Anfang des Levels. Dieser Part wird lang werden. Das kann ich euch versprechen. Vielleicht einer der längsten Parts in diesem Let's Play. Warum lassen die überall ihre Flaschen liegen? Das hätte ich vielleicht von den Russen erwartet, aber nicht vor den Chinesen. Wir sind wieder am Anfang. Nee, das sehe ich nicht ein. Hier. So, jetzt tritt die ihre Scherben aus ihren Stiefeln. Natürlich, typisch Frau.
Wo geht's denn jetzt weiter? Wo geht's hier weiter? Ich dachte, hier geht's weiter. Vielleicht geht's hier weiter. Hey, wisst ihr, was weitergeht? Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist auch nichts. Hier ist überhaupt nichts. Hier vielleicht? Ne, da kommen wir ja raus, ne? Ja, genau. Kann man da hoch? Geht das? Geht das? Na los, jetzt kletter hoch. Nein, nicht den Kopf anstoßen, Sam. Kletter hoch. Cool, das geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ob man das auch machen muss? Ja, vielleicht müssen wir hier irgendwie an den Balkon ran. Kann ja sein. Okay, geht nicht. Schade. Vielleicht führt es uns woanders hin. Vielleicht durch ein Fenster oder sowas. Also ich habe in Erinnerung, dass wir irgendwo hoch müssen, aber wo weiß ich jetzt nicht gerade. Okay, hier ist ein Seil. Aha, das könnte ein Anhang sein, wo es weitergehen könnte. Gehen wir mal wieder rein, vielleicht finden wir hier drin noch was. Ja, perfekt, eine Treppe, okay, oder eine Leiter, whatever. So, jemand da? Aha, hier lagern sie also ihr Zeug, verstehe. Kann es jemand lesen? Fischer, oh, hi. Du wirst vor jeder Menge Türen stehen, die durch Codefelder gesichert sind. Du kannst dich nicht auf erpresste Informationen verlassen. Du musst improvisieren. Leck mich. Der wartet ja förmlich darauf, dass jemand kommt. Geh weg. So. Ei. Aimbot. Nein, Aimbot ist es nicht. Egal, komm. Das passt jetzt so. Wir haben zwar ein bisschen Schaden gekriegt, aber wir können ja nicht nach immer, wenn wir Schaden gekriegt haben, sladen, ne? Wir müssen ja auch ein bisschen an Realismus setzen. So, ich wechsle mal die Waffe. Das sieht ja genauso aus wie bei mir zu Hause. Matratze auf dem Boden, Kühlschrank in einem Zimmer. Oder ist es ein Kühlschrank? Nee. Herdplatte. Genauso sieht es bei mir auch aus. Mit schiefem Bild. Naja. Oh, Toilette sogar. Oh mein Gott, was für ein Service. Ich habe keine Toilette. Deswegen, nee, Spaß. Jetzt beleidige ich mich schon selber. Was soll der Müll? Wahrscheinlich, denken das jetzt ein paar Leute wirklich. So, okay, hier geht's hoch. Das war, ja genau, das haben wir ja vorhin unten gesehen. Genau, stimmt, ja, oder? Haben wir das vorhin gesehen? Nee, ne? Egal, nicht so wichtig. So, ist hier wieder... Sam? Hör auf mit diesen riskanten Stunts! Okay, lass dich fallen! Lass dich fallen! So! Also, immerhin, das kannst du. Okay, jetzt müssen wir irgendwie durchs Fenster. Geht es hier eigentlich? Nee, geht nicht, schade. Nicht runterfallen, sonst haben wir ein Problem. Dann müssen wir nämlich die ganze Scheiße neu machen, glaube ich. Oder? Müssen wir das? Ich glaube, wir müssen sogar runter. Kann das sein? Kann das sein? Hallo, müssen wir runter? Sagt's mir doch. Sagt mir, ob ich runter muss. Nee, Quatsch, ihr könnt ja gar nicht sagen. Lustig, ich bin ja hier, das ist ja Ganze schon vorproduziert. Ja. Okay, hier ist ein Wachmann. Ach, wir sind jetzt hier. Okay, jetzt verstehe ich. Wir sind jetzt hier, wo wir im letzten Level geflohen sind. Also hier war der Lastwagen. Hier waren die Leute, die uns abgeknallt haben. Und von hier sind wir das letzte Mal gekommen. Genau, jetzt weiß ich wieder, wo wir waren. Ach, wie schön. Gut, wir müssen jetzt an Nikolazes Computer ran. Vielleicht können wir hier irgendwie weiterkommen. Nach hoch oder nach unten? Ich gehe mal nach oben. Vielleicht, verstehe, ein geheimer Schacht in die Botschaft rein. Ganz ominös und mysteriös und andere Wörter mit Ös. Hä? Warum geht's hier nicht weiter? Hallo? Müssen wir hier irgendwie springen oder sowas? Also, hier geht's hier nicht weiter. Moment. Da muss es doch weitergehen. Nee, da geht's tatsächlich nicht weiter. Sam, du hirnloser Idiot. Ah, da unten. Natürlich, immer so die versteckten Lüftungsschächte.
Das war's schon? Nächstes Level schon, okay, okay. Ich dachte, es wäre größer, dieser Abschnitt. Wir haben eine Idee, was wir mit den Kotfeldern der Türen machen können. Die durchschnittliche Temperatur in der Botschaft könnte niedrig genug sein, um einen Temperaturunterschied auf den Kotfeldern zu sehen. Es wäre einen Versuch wert. Nur durch diese Türen kommen wir weiter. Hä, was? Was meinst du? Achso, jetzt verstehe ich. Ah, verstehe, okay. Oh scheiße, dieser Punkt ist schwierig. Auch wieder ein schwieriger Punkt. So. Die letzten Speichersticks sind gelöscht. Machen mit den Festplatten weiter. Okay, ich mach mal einen normalen Save, weil wenn wir uns hier versafe-staten, ist es sehr ungeil. Und man kann sich hier sehr leicht versafe-staten. Deswegen mache ich hier schon von Anfang an einen Save. Einen Hauptspielstand. Halt, nein, ich mach das jetzt so. Flexible Optik. Was ist denn hinter der Türen geschützt? Ach nee, nicht diese Stelle. An diese Stelle erinnere ich mich. Oh Gott, da bin ich so lange dran gehangen. Da muss ich sogar YouTube nachschauen, wie es weitergeht. Dietrich? Was? Wir haben keinen Dietrich? Sam hat keinen Dietrich! Was soll denn der Müll? Ich brauche doch einen Dietrich, Mensch. Sam! Oh. Was mache ich denn jetzt? Hä? Ich dachte, ihr Chinesen wärt sauber und habt nicht solche hohlen Dinge in euren Gebäuden. Naja, egal. So, jetzt geh nach links. Geh nach links. Nach rechts, geh nach rechts. Nein, nach links. Ja, jetzt, aber warum leckt es jetzt so? Es läuft mit 18 Frames pro Sekunde. Oder FPS gerade, ja egal. Es leckt es auf einmal so. Warum leckt es jetzt so? Ich will nicht, dass es leckt. Da kriege ich AIDS von Lecks. Okay, lesen wir uns mal ein paar Nachrichten an, weil es so gerade so schön leckt. Das Problem ist, wir haben gar keine, glaube ich, oder? Haben wir welche? Können wir vielleicht die aus dem letzten Level lesen? Ein FPS, das ist dann wieder Weltklasse. Jetzt läuft es wieder flüssig. Okay, weiter geht's. Ach, wie schön, es leckt sich mehr. Ah! So, okay, lass dich fallen, Sam. Leck! Jetzt geht das schon wieder los. Leck, mein Freund, ist wieder hier. Hallöchen, Leck. Na, wie geht's dir so? Ah, ich hab dich sowas von nicht vermisst, Leck. Geh weg, Leck. Leck mich am Arsch. Leck. Leck. Geh weg. Und iss einen Snack. Ein FPS. Ich mach mal kurz Pause. Okay, ich bin wieder hier. Ich habe jetzt ein bisschen Pause gemacht. Genau zu sagen, einen Tag lang Pause. Und jetzt muss ich mich erst wieder zurechtfinden, wo es hier weitergeht. Wo geht's denn jetzt eigentlich weiter? Hier vielleicht? Wieder weiter? Ja, hier geht's weiter. Oh Gott! Was macht ihr da? Was? Ist doch kaputt! Die können Daten aus den Trümmern bergen! Eindringling! Lasst die Computer in Ruhe, die haben euch nichts getan. Ich bin der Computerbeschützer. Ja, das stimmt doch endlich! Das war jetzt ein Geraffel. Puh. Und irgendwas Wichtiges zerstört? Haftmine. Okay, anscheinend müssen wir die gar nicht retten, die Computer. Oder? Wie vielleicht? Wieder so ein Hackerprogramm. Was ist hier? Checken wir einfach mal die Computer, vielleicht finden wir irgendwelche nützlichen Infos. Oh yeah, mit den Leben, die wir noch haben, müssen wir jetzt voll auf Stealth jetzt spielen. Hä, Objekt? Achso, wahrscheinlich diese Flasche Dose da. Okay, wo geht's denn jetzt weiter? Ich mache wieder ein Safe. Zack. Und öffne die Tür. Aha. Grimm, wie sieht's aus? Ich weiß nicht, wie viel wir noch benutzen können. Ist fast alles gesäubert. Lambert, sieh mal. Oh Mist. Sie haben das Americium 239 gefunden. Sind gleich zurück, Fischer. Ja, lasst euch nicht zu viel Zeit, ja? Neues Missionsziel, Fischer. Da ist ein LKW-Konvoi in einem Lagerhaus auf dem Botschaftsgelände. Sorge dafür, dass er nie losfährt. Ja, ich weiß, du hast nicht genug Sprengsätze, aber... Aber alles mit einem vollen Tank. Ist eine Bombe, die auf einen Zünder wartet. Muss ich auf Strahlung achten? Die Komponenten sind nicht zusammengesetzt. Es wird keine Kettenreaktion geben.
Oh ja, das habe ich gebraucht. Diese Medikits, die sind genau richtig jetzt gewesen. Hier kommen Feierung! Sei es! Einhalten, Alarmstufe Rot! Wiederhole! Alarmstufe Rot! Nikolaze hat uns verraten! Ich will, dass dieser Konvoi Marschbereitschaft herstellt! Müssen wir uns jetzt beeilen, oder was? Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen uns beeilen. Ah! Oh Gott! Safe! Oh nein, das ist eine Kamera. Die sehen mich, wenn ich den jetzt mir krall. Ich probier's mal. Nein, nein, es funktioniert nicht. Nein. So, den ersten hätten wir schon mal. Ich hab was gesehen. Du hast nichts gesehen, mein Freund. Oh Gott. Du hältst die Klappe, ja? Sonst gibt's Ärger. So. Was hast du denn da oft in deiner Tasche? Speierstick. Ja, den können wir mal später durchlesen. Wenn es mal lecken sollte. So, dieses Licht stört. Ich glaube, das schalte ich am besten mal aus. Oder sag mal, dieses Licht ist hier am leichtesten auszuknipsen. Zack. Und dann hier noch dieses Licht. Ich muss genau zielen. Wir müssen Munition sparen. Was? Hast du gesagt? Egal, nicht so wichtig. So. Verdunkeln wir mal das Ganze. Hier ist... Oh Gott, hier sind Überlichter. Diese Dinge können wir hier nicht ausschalten. Schade. So, hier sind auch noch ein paar Lichter. Können wir die Kamera denn ausknipsen? Wer ist da? Ja, es geht. Okay, die Kamera hat mir auch erledigt. Oh Gott. Da staunst du. Was? Eure Kamera sind nicht mehr die neuesten Modelle. Die gehen schon kaputt. Nach längerer Benutzung. Schalter. Na toll, wir hätten gar nicht die Lichter ausschalten zu brauchen, weil hier ein Schalter war. Toll. Toll, toll. Mal wieder super gelöst von mir. Und jetzt schalte ich mal dieses Licht hier aus der Distanz aus. Oh Gott, hier sind noch mehrere Lichter. Wir kommen jetzt an diesem Knirps da vorbei. Ich werde wohl langsam verrückt. Ja, das glaube ich dir, mein Freund. Wie mache ich das denn jetzt? Hem. Ich glaube, ich lock den mal ein bisschen her. Zeigen Sie sich! So, komm her. Komm zu Papa. Ich schalte ihn jetzt einfach aus. Ist ja egal. Zack. Du machst es mir aber auch schwer. So. Mitkommen. Jetzt wollte ich deine Kollegen finden. So, flog die mal hier hin, ne? Mach hier ein schönes Nickerchen. Gut, die Kamera haben wir hier ausgeschaltet. Die ist keine Gefahr mehr für uns. Ist hier noch irgendwelche bösen Sachen hier? Hier was? An dem Computer vielleicht? Ich schau mal schnell nach. Ah, ich bin zu behindert, diesen Stuhl wegzuschieben. Aber na gut. Oh Gott, hier geht's weiter. Oje, oje, oje. Okay, gut, hier sind sehr viele Lichter. Ich glaube, ich könnte sie einzeln ausschalten, aber... es würde mir auch einige Munition kosten, wenn ich die jetzt ausschalte. Ich dachte schon, dieses Bild hier wäre ein Typ. Überfall! Was war das? Scheiße! Greife Gegner an! Toll, genau der Pense. Das ist ja mal wieder typisch. Danke, Ubisoft. Okay, ich muss aufpassen, hier pennen die Kollegen oder die ganzen Typen. Ich muss jetzt sehr, sehr vorsichtig sein. So, dieses Licht sollte ich am besten ausknipsen. Ja, ich glaube, das mache ich. Hört sich nicht gut an. Doch, doch, hört sich super an. Jedenfalls für mich. Für euch, ist es eure Meinung. Ob ihr es... Oh Gott! Oh Gott! So ein Mist! So, dich knipse ich jetzt auch aus. So, wo kommen deine Kollegen her? Kommen sie? Hallo! Oh Gott! Doch nicht so schnell, Mensch! Schreck mich doch nicht so! Gott, verdammte Scheiße! So, noch jemand hier? Hey, Medikit! Wer lässt denn da einfach sein Medikit neben seinem Bett liegen? Unverantwortlich sowas. So, was wir zuerst machen, hier ist Licht ausknipsen, damit wir hier
einigermaßen in Sicherheit sind. So. Ist hier noch irgendwo hin? Liang, wir ziehen in Kürze ab. Verlagert die Patrouille in die Haupthalle. Oh Gott, safe. Jawohl. So, jetzt ist es ein bisschen schwierig. Benutzt das Wärmebildgerät, Fischer. Damit kannst du mögliche Hitzesignaturen auf den Codefeldern sehen. Ja, ich weiß. Aber erst müssen sie weg, sonst erwischen sie mich. Na los! So, jetzt müssen wir schnell sein. Okay, so. War es richtig? Scheiße, war falsch. Okay, laden wir das Ganze mal. Jawohl. Ich habe da Probleme, weil man die richtigen Tasten finden muss. Das wird so angezeigt, aber man muss die richtige Kombination kennen. Das ist hier das Problem. Benutzt das Wärmebildgerät, Fischer. Damit kannst du mögliche Hitzesignaturen auf den Codefeldern sehen. Oh, ich mach's ganz einfach anders. Ich schalte die einfach aus. Dann ist die Tür Eindringling. Ewig offen. Ja, so ungefähr. So, her mit der Tasche. Hä? Oh Gott. Wer hat die denn dahingestellt? Wir kommen jetzt an der... vorbei. Die sind überall. Ja, das ist eine kugelsichere Tür. Komm nicht einmal durch dieses Holzdings durch die Kanone. Welche Schüsse diese Kanone auch hat. Ich muss mir das einfallen lassen. Hier hoch vielleicht? Ja, es scheint zu gehen. Sehr schön. Tja, auf diese Vasen kann ich getrost scheißen. Na, jetzt aber safe. Ich mache hier mal einen normalen Safe. Ich habe hier schon diesen 92er Safe gemacht. Jetzt mache ich mal einen 93er. Da. Hier hoch. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Oh Gott, da kommen welche. Scheiße, ich muss mich verstecken. Hier oben vielleicht. Schnell. Nein, jetzt erwischen sie mich. Ich verstecke mich am besten hinter dieser chinesischen Flagge. Genau gesagt von Republik. Chinesische Flagge. China ist ja getrennt in Volksrepublik und Republik. Und das ist hier die republikanische chinesische Flagge. Kacke! Ja, so stirbt jedermann. Alter, das ist jetzt eine schwierige Lage jetzt. Wir müssen da jetzt sehr schnell rüber uns hangen, aber zunächst muss ich die Lichter hier ausschalten. Geht das überhaupt? Ja, geht, sehr schön. Hallo, jetzt aber... Genampf! Hallo! Ach, komm, Dreckslichter! Turn off the likes. Nein! Ah, okay. So, hoch mit dir. Und jetzt, ich nehme mal die Normalpistole, weil die Schüsse der normalen Pistole sind nicht so wertvoll wie der von der SC-20K. Hallo? Genau, kann man doch nicht zielen. Gott, ich hasse dieses Spiel. Sam, du machst es mir nicht leicht, weißt du das? Moment, vielleicht so? Ach komm, ich muss näher ran. La. Hä? Okay, die gehen nicht aus. Oh, vorhin haben wir es doch geschafft, die auszuknüpfen. Oh Gott. Ich muss zum Konvoi, bevor er losfährt. Verstehe, aber das ist eine Ausnahme. Ni hao! Ja, das war super gelöst von mir. Lass los! Ich sterbe.
Alter, das ist die schwierigste Position im gesamten Spiel. Wir müssen uns nämlich den Typen dafür den Retina-Scanner krallen. Okay, ich probier's mal nochmal. La 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 So, ich mach mal so folgendes. Ich mach mal das ISF aus. Und dann kill ich seinen Kollegen aus der Distanz. Los, Kanone! Ah! Ich bin so böse. So, ich speichere mal ein bisschen. Aber nur ein bisschen. So, ich glaube, die lasse ich jetzt mal an, die Kanone. Oder? Was ist denn da hinten eigentlich? Oder besser gesagt, was ist denn hinter dieser Tür? Ich muss mal nachschauen. Deswegen schalte ich dich mal ganz kurz ab. Na, jetzt aber. Tings. Geh. Rüber. Sam. Ah. So. Was ist denn hinter dieser Tür? Okay, da ist hier eine Menge eigentlich. Okay, die kommen noch nicht. So. Sieht sehr interessant aus. Oh, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Buddha beobachtet uns. Okay. Das ist wahrscheinlich ein Gebetsraum oder sowas. Ich bin kein Buddhist, deswegen kann ich nicht sagen, was es hier eigentlich ist. Naja. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Na, jetzt aber... Oh, wer war das? Wer hat die umgebracht? Das war die Kanone. Die arme Kanone. Ey, ich meine die armen Leute. Böse Kanone. Geht's hier weiter? Nee. Hier vielleicht? Oh, nee. Gut, hier ist die Kanone. Jetzt, ich glaube, jetzt haben wir uns eine gute Basis geschaffen. Es wäre, glaube ich, das Beste, wenn ich jetzt aus der Distanz diese Lichter hier ausschalte. Denn dann ist es leichter, dass sie uns nicht sehen. So, dann noch das hier. Zack. Und jetzt mal nachladen, falls wir bei einem Angriff nicht nachladen müssen. Das wäre nämlich sehr ungeil. Gut. Schade, dass wir diese Scheinwerfer hier nicht ausschalten können. Kann man das hier ausschalten? Ah, das ändert natürlich alles. Okay, die sieht doch schon viel besser aus, muss man schon sagen. Bis auf, dass wir diese Scheinwerfer hier nicht ausschalten können. Aber naja, gut, jetzt riskieren wir es mal und schauen wir nach, ob es jetzt klappt. Mit dem übergehen. Ich mach mal so wieder. Das ist die sichere Position. Jetzt müssten die, glaube ich, kommen, oder? Ah ja, da kommen sie. Jetzt gehe ich mal wieder zurück. Nein, nicht. Okay, jetzt sind sie abgelenkt. So. Gut, jetzt schalte ich mal den hier aus. Hallo, ihr seht mich doch nicht. Mann, wie seht ihr mich? Habt ihr irgendwelchen, welche Pillen geschluckt, damit ihr alle sehen könnt oder was? So, ich muss den jetzt irgendwie überraschen und mir krallen, weil ich brauche den Typen, Ach du, du Lappen! Ey, du Lappen! Okay, das Ganze mal nochmal. Scheiß Retina-Scanner, ich schwör's euch. Das ist wirklich asozial. Ach Mensch, häng dich halt fest, Mensch. Was ist daran so schwierig? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, wir werden hier noch lange festhängen, habe ich das Gefühl. Shit. So, ich glaube,
Oh Gott, die Kanone sieht mich, obwohl es dunkel ist. Wie schwul. Wo geht's denn hier weiter? Oder kommen wir da her? Ah, hier geht's lang, okay. Alter, echt scheiße, dass wir diese Scheinwerfer nicht ausschalten können. Geht nicht. Warum geht der Scheiß nicht? Jetzt geht's. Komisch. Ah, wir müssen anscheinend die Lampen herwischen, das, was an dem Gerät ist. Das andere ist ja nur Licht. Wir müssen direkt auf dieses Ding hier zielen. Verstehe. So, also gut. Jetzt machen wir es nochmal von hinten. Von hinten. Versteht ihr? Lustig. Wir müssen hier auf dieses Gerät zielen, nicht auf dieses Licht. Jawohl, so geht es. So, jetzt müsste es, glaube ich, kein Problem sein. Oh, hier ist noch eins. Zack. Perfekt, so stelle ich mir das vor. Ein schöner, dunkler Raum. Was hat das denn jetzt? Das war wahrscheinlich diese Kanone hier, die uns jetzt alle gemacht hat. Ah, das, ich schalte jetzt aus. Scheiß Teil. Okay, nochmal dasselbe Spielchen. Häng dich hoch. Häng dich hoch. Na, jetzt komm schon. Na also, geht doch. Oh. Sam, du machst es mir nicht leicht, dieses Spiel zu spielen. Ja, jetzt aber. So, jetzt. Häng dich hoch. Häng dich hoch. Gut. So, immerhin eins, auf was ich stolz auf dich sein kann. So, jetzt geh mal hier links. Dann, Jetzt kommen die Kollegen von dem Typen, die jetzt alle gestorben sind. Ach, da ist noch ein Scheinwerfer. Fuck! So, jetzt sucht mich. Ihr werdet mich nie finden. Ihr werdet mich nie finden. Lalalala. Oh Gott. Hallo. Hallo. Na, schöner Abend, was? Na, jetzt häng dich doch fest, Mensch. Sam, ich mag dich jetzt langsam nicht mehr, weißt du? Weißt du? So. Aber ich habe jetzt einen Plan, wie es wir machen können. Da kommen sie. So, ich würde sagen... Nein! Ich hasse dich, Sam. Du bist doch das Letzte unter den Agenten. Schneller. Alter, mach schneller, Mensch. Schneller. Ah, du bist zu langsam, Sam. Oh, Mann. So, ich schalte dich jetzt mal aus. Zack. Und natürlich... Oh Gott, zurück. La. Hey, ich glaube, es ist gar nicht mal so falsch. Ich mache mal einen Save. Weil ich sehe jetzt richtig gut aus, langsam. 9-4. Zack, speichern. Und jetzt gehen wir mal nochmal nach vorne. Oh nein, er stellt sich vor der Kanone. Tu es nicht. Ah. Und Sam ist mal wieder zu behindert. Ach fuck, ich habe den falschen Save geladen. Okay, laden wir das Ganze mal nochmal. Ja, es ist der 11.11.2012. Vor einem Jahr kam Skyrim raus. So, nein, das ist zu langsam. Ach verdammt, mein Mikrofon liegt falsch. So. So, jetzt ist es hoffentlich richtig. Jetzt warten wir erstmal, bis er sich beruhigt hat. Dann können wir ihn uns krallen. Auf jeden Fall brauchen wir den Typen für den Retina-Scanner. Oh Gott, ich glaube, ich hänge mich mal hier wieder ran. Nein, nicht so. So ungefähr. Oh Gott. Oh Gott. Er kommt, er. Nein, er hat's gehört. Geh zurück. Sam. Nein! Ach, das war so scheiße knapp, ich schwör's euch. Okay, nochmal. Wir müssen hier nur ein bisschen probieren, dann schaffen wir es auch. Ne, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und der Weg führt hier nämlich durch. Wir dürfen den nicht killen, weil sonst verlieren wir. Wir müssen ja den
für den Retina-Scan uns holen. Leise. Jetzt. Die beste Möglichkeit jetzt. Schneller. Nein, falsche Taste. Nein. Sam, du bist so unnötig, ich schwör's dir. Ich hasse jeden Einzelnen, der jetzt... Okay. Aber es ist... Wir haben es gleich. Wir sind kurz davor, wir haben es gleich. Das ist auch ziemlich der schwierigste Punkt im Spiel, muss man schon sagen. Der Rest ist leicht. Dreh dich um! Nein! Geh doch nicht nach vorne! Ja, jetzt haben wir ihn. Sehr schön. So. Hier, ich brauche mal kurz dein Head für den Retina-Scanner. Und wenn du dich wehrst, gibt's Ärger. Na, also. Dankeschön. Du kommst erstmal rein, damit wir dich hier einsperren können. So. Zack. Okay. Können wir hier irgendwo das Licht ausschalten? Also, der Raum hat keinen Lichtschalter. Das gibt's doch nicht. Okay, dann machen wir es eben so. Auf die alte Methode. Da kommt aber immer noch Licht von draußen. Naja, nicht so wichtig. Hä? Computer benutzen? Ist das der richtige? What the fuck? Oder müssen wir gar nicht rein? Hä? Moment. Ah, doch. Wir müssen jetzt irgendwie ans Fenster raus. So vielleicht? Ja, genau. Öffnen. Da muss ich beim ersten Mal auf YouTube nachschauen, wie es weitergeht, weil ich nicht geahnt hatte, dass man hier das Fenster öffnen muss. So. Ich glaube, jetzt fallen lassen, oder? Muss gucken. Lass dich mal schnell fallen, Sam. Ah, perfekt. Wie kommt schneller voran, als ich gedacht habe. Und schon sind wir im Hof. Was steht da? So, ich mache mir hier wieder einen normalen Safe. 4-5. 9-5 meine ich, 95. So, jetzt sind wir mitten in der chinesischen Botschaft, nehme ich an, drin. Oh Gott! Bewaffneter Kontakt! Ja, ist klar. Seht mich sofort nach. Natürlich. Natürlich! Natürlich! Nein, das heißt, das ist ein Hund auf mich! Renn um dein Leben, Sam! Ha, okay. Wir müssen wieder ein paar Lichter ausschalten. Nur so können wir dieses Level schaffen. So, hier mal wieder. Mich wundert, dass es nicht leckt. Naja, aber gut. Wenn es nicht leckt, kann man super spielen, ne? Und bevor ich anfange zu meckern, dass es nicht leckt und es dann doch zum Lecken anfängt, höre ich lieber auf, darüber zu sprechen. Och nee, was ist denn das jetzt für ein Punkt? Oh nein, das sieht mir ziemlich schwierig aus, Setzer. Aber es sieht hier alles schwierig aus. Aber es ist immer leichter, als es aussieht. Oh Gott, er dreht sich um. Was ist los? Hä? Bloß, du hast mich gesehen. Ach, leck mich doch. Oh, der Hund. Ey, dieser blöde Hund. Ich hasse Hunde. Zumindest böse Hunde. Wehe, der schnüffelt mich jetzt. Ey, wehe, der findet jetzt meine Fährte. Dann gibt's Ärger. Geh zu Herrchen, geh zu dein Herrchen. Oh Gott. So, ich glaube, jetzt können wir es riskieren. Vielleicht soll ich den Hund besser ausschalten. Weil Hunde sind bekanntlich im Aufnehmen von Witterungen schlauer als wir Menschen. Oh Gott, jetzt kommen seine Kollegen oder beziehungsweise seine Herrchen. Na, was machst du denn jetzt? Wo ist der Hund? Da ist der Hund. Was sind das für eine Hunderasse? Oh Gott, nein, du kommst nicht her. Oh, du bist gestolpert. Hey, dein Kollege ist gestolpert. Tu was. Geh zu Herrchen. So. Das hast du ausgehärchend. Gehärchend. Der arme Hund. Tut mir leid, Hündchen. So, und jetzt dein Herrchen. Ja, bloß, du wolltest deinen Kollegen jetzt berichten, dass ein Hund gestorben ist. Oh Gott, da ist noch einer.
Ah, ich liebe diese Knarre. Na, wo ist er jetzt? Komm her! Put, 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 put. Feiges Hühnchen. Ach, ich kann jetzt nicht zählen. Das ist noch zu weit. Das ist mir zu unsicher. Wir würden uns sofort erwischen, wenn wir jetzt daneben zielen. Ich probier's mal hier so und gehe über den Fluss oder unter die Brücke oder whatever. In diesen Tümpel, keine Ahnung. So, hier ist der Typ. Können wir ihn jetzt ausschalten? Na, ich glaube, wir sind immer noch zu weit entfernt. Irgendwas hat sich bewegt. Jetzt ist die beste Möglichkeit. Und? No! Tschüss. Tschüssikowski. Gut, jetzt muss ich die Leichen verstecken. Oh Gott. Na, wo geht's denn jetzt lang? Scheiße, ich möchte sie jetzt gerne in diesem Wasser verstecken, weil dort ist es am dunkelsten oder am besten hier unter dieser Brücke. Das ist ja auch ganz nett. Ne, ein nettes Versteck für eine Leiche wie dich, ne? Was soll ich jetzt das quatschen? Hallöchen, Leute. Willkommen bei Let's Verstecking Leichen in Splinter Cell. Heute haben wir drei Leichen, die wir in Sicherheit bringen müssen, damit Sam nicht enttarnt wird. Und so, ne? Ja. So, hier. Leg dich mal hin. Leg dich hin. So, hoffentlich erstickst du nicht. Ach nee, du bist ja schon tot. Oh Mann. Okay, hier wieder ein Safe. AKW mit Feuerungs Atomwaffen zerstören. Okay. Das letzte Missionsziel in diesem Level. Hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. So, das war Leichnam Nummer 2. Und hier ist der dritte. Die Hundeleiche können wir leider nicht mitnehmen. Die verwest eh bald. So, hier wieder. Wahrscheinlich findet man die in 10 Jahren als Skelette wieder. So. Also, man sieht sich. Ach nee, ihr seid ja schon tot. Oh Mann. Schwarzer Humor ist echt geil. So, wo geht's denn jetzt lang? Hier über die Mauer vielleicht. Ich schau mal schnell. Rollen, 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 rollen. Geht's? Nee, hier geht's nicht. Hier geht's nicht weiter. Schade. Ja, hier geht's weiter, oder? Ja. Natürlich geht's hier weiter. Oh Gott. Das sind aber komische Türen. Wer du auch bist, komm laut. Hä? Ey, das hätte kein Mensch gesehen. Die Sicherheitssysteme melden eine Leiche. Was laberst du? Ach komm, ich lade es nochmal. Ich glaube, ich sollte besser dieses Licht hier ausschalten. Zack, jetzt ist es viel sicherer für den guten Sam. Soll ich euch sagen, was es hier vollbringt? Das hier. Geht das überhaupt? Nee, geht nicht. Okay, bringt sie auch voll, ne? Was war das? Alter. Sieht doch kein Mensch, oder? Würdet ihr das sehen? Schreibt es einen Kommentar. So, wenn er um die Ecke kommt, bringe ich ihn um die Ecke. Wo ist er denn jetzt? Bewaffneter Kontakt! Da ist er, okay. ich muss den irgendwie herlocken. Ich probier's mal. Komm her! Ich schieß mal, vielleicht hol ich den irgendwie her. Zack! Jetzt komm schon, nicht so schüchtern. Ich tu dir doch nichts. Ich bringe dich doch nur um. Mehr ist es nicht. Nein, die Sicherheitskamera. Fuck! Oh, das war knapp. Lalalala, Leichen verstecken. Schnell. Na gut, also das hätten wir schon eigentlich gesehen, ne? Das Licht scheint direkt hier rein. So, aber diese Leiche wirst du nicht finden. So. Hier geht's lang, genau. War gerade ein bisschen verwirrt, wo es lang geht.
So, was ist denn das? Ein Objekt in Dose, da wo gerade eine Dose, eine Coca-Cola geschlürft oder eine Gin-Cola. Gott, ich hasse Gin-Cola. Verarsche von Coca-Cola. Dieses Copyright geschützt. Hä? Das ist ja wirklich ein toller Getränkespender. Der schiebt sich gleich weg. Naja. So, ein Spind. Was ist denn hier eigentlich? Flexible Optik? Flexible Optik! Yay! Toys Ali Dingsbums! Und ein Lager Dingsbums. Oh, oh Gott. Das sieht ja ziemlich schwierig aus, aber es ist ja auch ein Lagerdings. Und es ist hell. Aber, oh Gott. Ich glaube, der ist wichtig. Ach nee, jetzt müssen wir wieder schnell sein. Schneller. Da, im Ach, leck mich. Ich werde dich töten. Du? Wo steckst du? Ich stecke in deiner Mutter drin. Hä? Na gut. Codeblock benutzen. Schneller. Eins. Dam. Wie falsch. Ich verstehe es irgendwie nicht. Hä? Also die erste ist eine 7, weil das hier am kürzesten jetzt gerade verschwunden ist. Moment, ich lade das mal nochmal. Ich glaube, jetzt habe ich eine Idee, wie es geht. Wo steckst du? Komm, beweg dein Arsch! Hallo, Schatz! Tipp den Code ein, damit ich dich abknallen kann. Ich bin in Gefahr! Headshot! So, jetzt Beeilung! Beeilung, bevor die Wärme verschwindet vom Code-Dingens. Schneller, Sam! Hinne! Code-Block benutzen. Okay. Das, was als erstes verschwindet, das ist das erste Dings wahrscheinlich. Also, na los. Na. Okay, das erste ist das hier. Das hier. Das hier. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay. So. Soweit so gut. Ich glaube, beim ersten Mal durchspielen hatte ich mehr Probleme, aber jetzt geht es eigentlich ganz gut voran. Kamera? Wo? Naja, immerhin noch... Oh, da ist nochmal Munition. Ach, wie schön. Wo ist denn da eine Kamera? Hier hinter der Tür? Aber das wäre doch unnötig. Nein, nicht das. Das hier. Hä? Okay, ach so, da kommen wir her. Stimmt ja. Scheiße, vielleicht soll ich die Leiche besser verstecken. Ja, ich glaube, die verstecke ich besser. Na, komm mal mit. So, ich glaube, das Licht schalte ich jetzt gleich aus. Wir haben ja neue Munition. Da können wir jetzt halt wieder ein bisschen... Hört sich nicht gut an. Sag bloß, da ist jemand. Ach, leck mich doch. Na, komm. Komm her. Komm zu Papa. So ein Mist. Dankeschön. Ist hier noch jemand? Scheiße. Eine, was ist? Ich, Hetze. Hetze. Wo ist die Kamera? Schnell ausschalten. Da. Nein! Ah. Ja gut, die Leiche war hinter einem Karton. Die hat sie schon selber gut versteckt. So, dann dieses Licht hier ausschalten. Zack. Und schon sieht alles wieder ganz gut aus. Mehr oder weniger. So, eigentlich wollte ich die mit dem Störsystem ausschalten, die Kamera. Naja. Hä, noch eine? Wo? Da. So, nutzen wir mal dieses Kamera-Störsystem. Können wir die kaputt machen jetzt, oder was? Ich verstehe es jetzt nicht so richtig. Ah, okay, jetzt geht nur für eine beschränkte Zeit, damit können wir sie ein bisschen stoppen. Verstehe, aber bevor wir dieses Feature nutzen, würde ich sagen, heilen wir uns erstmal. Und zerstören sie einfach mal. Zack. Zerstören ist immer noch das Beste.
So, jetzt muss ich hier irgendwie hoch. Das ist auch ein bisschen schwierig jetzt, oder? Aha, okay. Das habe ich beim ersten Mal durchspielen auch alleine gefunden. Oh Gott! Das reicht, Peng. Wir haben mehr Benzin, als wir brauchen. Wir müssen langsam mal los. Okay. Safe! Jetzt wird schwierig. Lass los. Ah, hier geht's nicht durch. Jetzt müssen wir uns beeilen. Jetzt müssen wir auf irgendwas schießen, aber ich weiß nicht auf was. Auf den Tank vielleicht? Ah! Oh Gott! Ja, die Fehler. Pass halt auf. Gute Arbeit, Fischer. Diese Atombomben erreichen niemanden mehr. Jetzt der General. Genau. Oh, hier geht's weiter. Wir vermuten, dass er und sein Terminal im Büro des Botschafters sind. Du brauchst Feuerong also lebend. Oh ne, jetzt wird's wieder asozial. Ich glaube, da mache ich wieder einen normalen Safe. 5-6. Ey, Quatsch, 9-6. Naja, es ist ja auch das vorletzte Level, das muss schwierig sein. Scheiße. Hier ist es ziemlich eng hier, da haben wir jetzt wenig Spielraum, um uns zu verstecken. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen töten. Oh Gott, diese Seitenlichter, die sind auch ganz nervig. Da müssen wir immer stückweise uns an den nähern. Ah, da. Da gibt es so ein Spiel, oder? Da muss man sich immer an einem rannähern und wenn es sich umdreht, muss man stillstehen. So kommt mir das mir jetzt irgendwie vor. Ach, geh doch nicht hier nach hin. Oh, komm. Natürlich. So, kommt dann noch jemand? Nein, gut. So, und natürlich steht die Leiche mal wieder genau richtig. So. Ich glaube, das Licht schalte ich hier besser auch noch aus. Zack. Ach, das Seitenlicht produziert den ganzen Lichtding. So, okay. Sieht doch schön dunkel aus, oder? So. Oh Gott! So ein Mist, was ist mit dem Licht? Holt einen Techniker, euer Licht geht kaputt. Oh, ich brauche Hilfe! Der General versucht dich umzubringen! Was? Wo bist du? Im Büro! Schnell! Ja, schnell zum Dingens! Du kommst mal mit, ja? Verdammt! Scheiße! Das war eine größere Schlappe, als du dir vorstellen kannst. Diese Wache war unser einziger... Natürlich, der hat den Kurzschluss irgendwie. So, was ist mit dem Licht? Was ist mit dem Licht? Goa, ich brauche Hilfe. Der General versucht dich umzubringen. Wo bist du? Im Büro. Schnell. Jetzt renne ich hier einfach durch, ist ja egal. Habe ich ein Medikit? Ja. Öffne die Tür. Sehr schön. Hab dich. So, jetzt hoffe ich, dass das nächste Türdingens einen Kurzschluss hat. Kurzschluss. Scheiße! Ich dachte, das wäre ein Retina-Dingens. So, was ist mit dem Licht? Boah, ich brauche Hilfe. Der General versucht dich umzubringen. Wo bist du? Im Büro! Schnell! Im Büro! Schnell! Ja, renn! Run, Nigger! Oh, ich hab Nigger gesagt. Jetzt bin ich ein Rassist. Fuck. Lalalala. Ach, verdammt, da ist noch eins! Ah! Na toll, na alles nochmal von vorne. Ich habe euch gesagt, das Level wird so lange dauern. Mit dem Licht. Und anscheinend stimmt es auch. Boah, ich brauche Hilfe. Der General versucht dich umzubringen. Wo bist du? Im Büro. Schnell. Ja, renn. Öffne die Tür. Gut. Dass es nicht merkt, dass jemand hinter ihm ist, aber gut. Er hat jetzt andere Sorgen. Wenn man im Stress ist, vergisst man andere Sachen, die um die Umgebung passieren. So.
Ey du, was soll die Scheiße? Okay. 1, 2, 3, 3. Aufzug. Hallo? Aufzug? Aufzug. Hallo. Wo bleibst du? Aufzug. Schnell. Komm her. Aufzug. Aufzug. Da tut sich nichts. Ah, na also. Ich speichere mal wieder. Quicksaven tue ich jetzt mal nicht, weil mir das Ganze ein bisschen riskant ist jetzt. So. Gut. Ist hier irgendwo Licht, das wir ausschalten können? Nee. Schnell! Scheiße. Ich mag solche Level nicht, wo man sich beeilen muss. Scheiße. Ja. Safe. So, und jetzt, wie halte ich den jetzt auf, sich umzubringen? Ich werde mich erschießen. Nicht ins Gesicht. Sie sind Amerikaner! Sie sind der Grund für alle meine Sorgen, ja? Tun Sie mir den Gefallen und töten Sie mich! Mein Gott, Fischer! Ach komm! Bist du? Ich dachte, man muss es so machen. Ich bin in Gefahr! Ich werde mich erschießen! Nicht ins Gesicht! Hält, ist noch einer? Okay. Toll! Ich werde angegriffen! Voll, naja. Ich werde mich erschießen! Nicht ins Gesicht. Sie sind Amerikaner! Sie sind der Grund für alle meine Sorgen, ja? Tun Sie mir den Gefallen und töten Sie mich! Nein, ich rette dich! Hab dich! Such dir einen hübschen Atombunker, Fischer. Du hast zu viel Zeit verschwendet. Ja, was? Die Geschichte mit dem Wärmebildgerät war unser Schlüssel zum Erfolg. Ey, was labert der? Ich hab das doch gemacht. Ey, was soll denn der Müll? Ich hab das scheiß doch gemacht. Mich erschießen. Nicht ins Gesicht. Sie sind Amerikaner. Sie sind der Grund für alle meine Sorgen, ja? Tun Sie mir den Gefallen und töten Sie mich. Wer? Ja, toll. Aber ich hab den Scheiß doch vorhin gemacht, oder? Ihr habt es doch gesehen. Also wenn es so weit, also, nee, da werde ich cheaten, wenn es, wenn ich den Scheiß jetzt nochmal machen muss. Weil ihr habt es gesehen, ne? Ich hab das total richtig gemacht und so, ne? Und jetzt fängt's zum Laggen an. Besser geht's nicht. Ein FPS. Oh Gott, jetzt geht der Scheiß wieder los. Oh. Ich bin in Gefahr! Was denn jetzt schon wieder? Spiel, nerv mich jetzt nicht. Bitte. Wisst ihr was? Ich mache mal schnell Pause, ne? Mit einem FPS kann ich nicht arbeiten. Bis gleich. So, ich bin wieder hier. Ich habe mir jetzt die Aufnahme angeschaut und zwar liegt das Problem jetzt, wir haben eins übersehen. Zum Glück war, ups, Mikrofon, zum Glück war das letzte Codeschloss, das wir übersehen haben, das letzte. So, ich zeige euch jetzt, also man muss wirklich alle Codeschlösser immer aktivieren, weil sonst kommt dieser Lambert und macht uns einen Strich durch die Rechnung. So, das ist mir auch beim ersten Mal durchspielen auch aufgefallen. Oh, oh Gott, oh Gott. So, safe. Dingens aus. Und? Oh, er hat ihn erschossen. Ich werde mich erschießen. Nicht ins Gesicht. Sie sind Amerikaner. Sie sind der Grund für alle meine Sorgen, ja? Tun Sie mir den Gefallen und töten Sie mich.
Nein, du wirst dich jetzt nicht erschießen. Denk nicht mal dran. Safe. Ich werde die Daten auf dem Computer freischalten und Sie werden mir helfen. Zur Hölle mit Ihnen! Einen Toten können Sie zu nichts mehr zwingen! Sie sind noch nicht tot. Noch können Sie selbst entscheiden, wie qualvoll Ihr Ende sein wird. Mein Leben war schon vor Ihrem Erscheinen leidvoll. Kennen Sie... Gern. Ups, Entschuldigung. Wo ist Nicolazzi hin? Ich weiß es nicht, mir egal. Sie schulden dem Mann keine Loyalität. Er ist weg und hat Sie verraten. Ich hoffe, dass Sie ihn finden und töten. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Töten Sie mich! Nun machen Sie schon! Ja, du tippst erstmal das Ding hier ein. Oh! Sehr gut, Fischer. Diese Selbstmörder. Grimm, wie sehen die Daten aus? Gut, genug Beweise dafür, dass Fairong nicht im Namen der Regierung gearbeitet hat. Fantastisch. Ich leite die Daten an unsere Chefs weiter. Die Chinesen bekommen sie dann von der CIA. Fischer, dein Job in Myanmar ist erledigt. Triff dich mit Cone und verschwinde. Und wo genau? Safe. Wo muss ich jetzt hin? Oh nein! Oh nein, das Level geht noch weiter. Die flammenden Dokumenten laufen sind außer Kontrolle, sie... Oh Gott. Das Ganze ausbrennt. Aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich wegen dem Auto, was sie zum Explodieren gebracht haben. Alter. Hey Sam. Oh, ich dachte schon, du brennst. Oh Gott, jetzt muss ich mich beeilen. Lalalala, erinnert mich irgendwie an das erste Level. Scheiße. Ich meine, das zweite Level bei der... beim Polizeipräsidium. Die flammenden Dokumenten laufen sind außer Kontrolle, sie... Alter. Hey Sam, du brennst. Oh Gott. Oh Gott. Wo muss ich denn da jetzt hin? Ah, hier raus. Öffne, schnell! So. Ah ja, da wartet schon unser Abholdienst. Ja, das war's auch schon. Ich habe mir das Level viel länger vorgestellt, oder ich hatte es viel länger in Erinnerung. Vielleicht lag es daran, weil ich beim ersten Mal durchspielen das mit den Wärmebilddingern bei den Codeschlüsseln nicht gerafft habe. Aber jetzt verstehe ich es ja. So, chinesische Botschaft Yangon, Myanmar, 12. November. 2004. Hey, das ist ja morgen vor wie vielen Jahren? Morgen vor 8 Jahren, glaube ich. 2.24 Uhr, nachdem bewiesen ist, dass Fairong auf eigene Faust handelte, haben die USA und China wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen. Währenddessen hat sich Nicolazzi auf den Weg nach Georgien gemacht, wo dort hat er den Schlüssel zu einer Waffe namens Arche zurückgelassen, für dessen Bergung er sogar diese Reise wagt. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich für den vorletzten Part und dann sehen wir uns im letzten Part wieder. Also, nicht verpassen, dann endet das Let's Play endlich. Okay, dann bis zum letzten Part. Ciao!